Der nächste Kampf ist angesetzt auf 4 Runden. Aus Weißrussland kommt zu uns in die blaue Ecke Valerie Meyerson. Aus Weißrussland, Valerie Meyerson. So, meine Damen und Herren, jetzt wird sofort hier richtig Stimmung aufkommen. Stimmen Sie schon mal auf den Hauptkampf ein, denn hier kommt aus Karlsruhe Marcel Zeller. Dankeschön für die wunderschöne Musik an die Herren. Die Daten beider Boxer. Die blaue Ecke, 29 Jahre alt, 1,75 Meter groß, 106,5 Kilogramm schwer und Profi seit Dezember 1998. Er hat bisher 11 Profikämpfe bestritten. Aus Weißrussland, Valerie Meyerson. In seiner Ecke sein Trainer Alexei Odinsov. Die rote Ecke, 32 Jahre alt, 1,83 Meter groß, 100,0 Kilogramm schwer und Profi seit Februar 2003. Seine Rekord als Profi, 12 Kämpfe, 10 Siege, davon 9 durch K.O. Aus Karlsruhe, Marcel Zeller! In seiner Ecke sein Trainer Detlef Loritz, Gerd Schoss und Mario Goedes. Ringrichter dieses Kampfes Arno Pockrat. Gentlemen, I want a fair clean fight all times. Okay, shake hands, go back.
Come on, Pete. Okay. Okay. Wegfallrunde 1. Six, seven, eight, okay? Come on. Okay, put. Hier, meine Damen und Herren, das offizielle Urteil. Wir haben gesehen, der Ringrichter trägt die Überlegenheit ab und dadurch Sieger durch technischen K.O. in der ersten Minute nach 1 Minute und 54 Sekunden aus Karlsruhe, Marcel Zöller. Meine Damen und Herren, begrüßen wirklich die Schauspieler Klaus Wilke alias Percy Stewart. Recht herzlich willkommen. Die Boxer Reni Weller, Vitali Teibert und Gerard Arslan. Der Boxabend am Samstag in der Karlsruher DM-Arena hatte noch einen anderen, wenn auch nicht sportlichen Höhepunkt.
denn der Karlsruher Schwergewichtler Marcel Zeller zog blank. Nach seinem nur 90 Sekunden dauernden Blitzsieg gegen den total überforderten Weißrussen Valery Meyerson hob der Lokalmatador seinen Rock an. Darunter trug er, wie es sich für einen Schottenrock gehört, nichts. Für Boxpromoter Klaus-Peter Kohl ein Skandal. Seine erste Reaktion, der Typ hat einen Schuss, dem würde ich die Börse sperren. In der Pressekonferenz fand Kohl dann aber schon wieder moderatere Worte. Ich sollte das sagen vor der Presse. Marcel Zeller hat sich bei mir entschuldigt dafür seinen Ausrutscher. Er ist zu mir gekommen, hat sich entschuldigt und ihm tut es wirklich leid, was da passiert ist. Mehr möchte ich da gar nicht zu sagen und möchte es auch nicht kommentieren.